dieser Folge behandle ich das Thema Ölsumpffilter von einer Yamaha XS650. Ich versuche in diesem Film mit wenigen Worten und mit vielen Bildern eine Lösung zu zeigen. Bei diesem Original-Ölfiltern kommt es irgendwann zum Riss in dem Metallgewebe. Zu 95% reißt an dieser Stelle das Filternetz. Hier habe ich einige Beispiele von Lösungen aus vergangenen Jahren gesammelt. Es haben sich einige Schrauber an einer Lösung für das Problem angenommen. Mir ist dabei aufgefallen, dass alle Schutzbleche aus zwei Teilen bestanden. Ich wollte das Schutzblech verbessern. Meine Idee war, dass ich mir von einem Stück Pappe eine Schablone ausgeschnitten habe. Das Schutzblech, was mir vorschwebte, soll einteilig sein. Das Stahlblech wurde in dieser Form geschnitten, gebohrt und angezeichnet. Aus dem 2D-Format soll es zu 3D umgewandelt werden. Das Stahlblech muss nun genau an der gezeichneten Linie eingespannt werden. Ausrichten und anschließend festspannen. Das Stahlblech wird jetzt umgeschlagen. Es soll ein 90-Grad-Winkel entstehen. Hier die gezeigte Biegekante ist noch zu rund. Mit einem 500 Gramm Stahlhammer wird jetzt die Kante glatt gezogen. Hier sieht man sehr gut den 90-Grad-Winkel. Auf einer von mir gefertigten Holzschablone, wie von einem Originalsumpffilter, lege ich den 90-Grad-Stahlwinkel an. Der nächste Schritt ist, das Stahlblech mit Schablone in einem Schraubstock zu spannen. Nun kann jetzt das Blech sauber über die Holzradien der Schablone gehämmert werden. Die Biegungen des Stahlblechs sehen so recht ordentlich aus. An dieser Kontaktlinie soll der Winkel verbunden werden. Der Winkel wird jetzt hart gelötet. Das Schutzblech ist nun fast fertig. Das Blech wird mit einer Feile und anschließend mit einem Glasstrahlgerät bearbeitet.
Dieses einteilige Sumpffilterschutzblech wird nun für die Zukunft vor Geweberisse schützen. Es freut mich, wenn ich ein paar Tipps geben konnte.